Jeden Tag um 7:30 gehe ich auf den Markt und sortiere die Tomaten nach ihrer Qualität. Um 9 kommen die Händler und starten mit der Auktion. Welchen Preis auch immer sie aushandeln, den müssen wir akzeptieren. Wir bekommen selten den Preis, den wir erwarten. Mein Name ist Lakshmi Goda, Sohn von Shivananya Goda aus Honavara. Ich bin Kartoffelbauer. Erst 2012 sind wir in dieses neue Haus gezogen. Meine Kindheit war ganz anders, schwieriger. Ich bin nur bis zur 10. Klasse zur Schule gegangen. Wir haben in einem sehr kleinen Haus im Dorf gelebt. Meine Mutter hat auf dem Feld gearbeitet und sich um den Haushalt gekümmert. Sie ist jetzt 86. Die Landwirtschaft habe ich von meinem Vater gelernt und er von seinem. Wir benutzen seit Generationen den Ochsenpflug, was harte Arbeit ist. Die Frauen müssen die Kartoffeln buchstäblich aus dem Matsch buddeln. Im Vergleich zum Ochsenpflug können wir die Arbeit mit der Erntemaschine viel schneller erledigen. Und die Kartoffeln kommen schon sauber aus der Erde. Durch Mechanisierung und neue Anbautechniken haben wir eine viel bessere Ernte. Die Bauern haben kleine Flächen, das heißt, große Maschinen mit einem großen Wendekreis können nicht sinnvoll zum Einsatz kommen. Wir probieren auch gemeinsam mit Maschinenbauern, mit privaten Unternehmen, angepasste Maschinen aus, die auf diese Felder passen und die den Bauern zum einen die Ernte erleichtern, aber zum anderen auch die Ernte erhöhen. Also unterm Strich hat der Bauer mit einem guten Pflug, mit einer guten Egge mehr Kartoffeln als mit einem herkömmlichen Ochsenpflug. Mein Name ist Vasudev Reddy. Ich besitze einen Tomatenzuchtbetrieb. In unserem alten Zuchtbetrieb konnten wir nur ungefähr 3000 gesunde Setzlinge aus den 5000 hochziehen, die wir am Jahresanfang gesät haben. Jetzt haben wir nicht einen einzigen ungesunden Setzling mehr. Wir benutzen größere Töpfe. So werden die Wurzeln stärker. Wir haben die Töpfe geändert, Insektenfallen aufgestellt, ein Doppeltürsystem eingeführt und unser Bewässerungssystem verändert. Früher hat hoher Wasserdruck die Setzlinge beschädigt. Jetzt mit kleineren Wassertropfen und weniger Druck knicken die Pflanzen nicht mehr ein. Ich bin hier, um Setzlinge zu kaufen. Die Bauern erzählen jetzt überall weiter, dass man bei uns gute Setzlinge kaufen kann. Sie haben uns auch gesagt, dass das Wachstum der Tomatenstauden sehr gut ist. Genau wie der Ertrag.
Mein Name ist Lakshmi aus Ankishettipalli. Ich bin 39 Jahre alt und Tomatenbäuerin. Ich liebe die Landwirtschaft und wollte immer schon Bäuerin sein. Also habe ich Land gekauft, um Tomaten anzubauen. Die Marktpreise sind intransparent. Nachdem das Projekt angefangen hat, uns regelmäßig über die Preise zu informieren, haben wir gemerkt, dass wir B-Qualität-Preise für A-Qualität-Produkte bekommen. Jetzt bekommen wir die aktuellen Marktpreise jeden Morgen per SMS. So können wir sehen, auf welchem Markt die Preise am höchsten sind. In Madanapalli, Punganur oder Palamner. In den Projektregionen, in denen wir tätig sind, gab es zuvor keine Bauernorganisation. Das heißt, Bauern waren Einzelkämpfer. Jetzt kommen Bauern in Gruppen zusammen, die können unterschiedlich groß sein. Das können 20 Mitglieder sein, das können aber auch 1000 Mitglieder sein. In diesen Bauerngruppen probieren Bauern zum Beispiel neue Anbautechniken aus. Sie können auch gemeinsam ihre Produkte verkaufen. Und weil sie jetzt eine Gruppe sind, bekommen sie einen besseren Preis beim Händler. Das Geld, das wir sparen, kommt der Gruppe zugute. Mit diesem Geld finanzieren wir die Ausbildung unserer Kinder, bezahlen Versicherungen, Hochzeiten, unsere Häuser und all solche Dinge. Mein Name ist Bala Saheb Sawant Patil. Ich bin Bauer und Besitzer eines Kartoffellagers im Pune-Distrikt. Sehen Sie, so etwas wie dieses Gebäude gab es hier noch nie. Früher, nachdem wir die Saatkartoffeln in Punjab gekauft hatten, haben wir sie weit weg gelagert. Wir konnten die Qualität nicht kontrollieren. Die Kartoffeln kamen in Lastwägen hier an und waren zum Teil beschädigt. Jetzt haben wir ein Kühllager mit einem modernen Kühlsystem. Auf jedem Stockwerk herrschen konstante 3 Grad Celsius. Die Bauern sagen, dass die Qualität der Saatkartoffeln viel besser ist. Und darüber bin ich sehr glücklich. Das Herzstück des Projekts ist die Vertrauensbasis, die wir zum Bauern haben. Wenn man Innovation auch langfristig verbreiten möchte, muss man sie gemeinsam mit den Bauern ausprobieren. Es geht nur, wenn der Bauer versteht, sieht und erlebt, was Innovationen bewirken können. Wenn wir das gemeinsam mit ihm als Projekt schaffen und daran arbeiten wir, können wir erfolgreich sein. Früher haben wir nur 10 Tonnen pro Hektar geerntet. Durch die verschiedenen Innovationen, wie neue Kartoffelsorten, können wir unsere Ernte dieses Jahr verdoppeln. Ich bin sehr glücklich, Teil dieses Projekts zu sein. Über 1000 Bauern haben meine Farm bisher besichtigt und trauen sich, neue Technologien und Praktiken auszuprobieren. In Zukunft wird das allen Bauern hier helfen.